Frank von Giga auf der IFA 2018. Wir sind bei Acer und Acer hat ein Produkt vorgestellt, das ist so völlig over the top, dass es schon wieder cool ist. Den Acer Predator Tronos. Den gucken wir uns jetzt mal an. Der Acer Predator Tronos ist, naja, der Name impliziert das schon, so eine Art Gaming-Thron, wenn man so will. Man könnte auch sagen, ein Stuhl mit Benefits oder ein Cockpit. Das Ganze funktioniert so, man setzt sich rein, von oben kommt dann sozusagen ein Teil des Ganzen mit bis zu drei Monitoren runter. Man kommt in eine optimale Sitzposition, ja, also der Stuhl fährt dann auch so zurück, dass es wirklich extrem komfortabel ist. In dem Stuhl sind Vibrationsmotoren integriert, die massieren einen oder wenn man halt gerade einen Shooter spielt, dann knuffen die einen auch mal ordentlich an die Seite. Man hat da relativ viel Freiheit, was die Sitzposition angeht. Man kann bis zu 3 Monitore anschließen, hat also auch einen Grad an Immersion und ein großes Sichtfeld, das gerade bei Rennspielen sicherlich sehr, sehr viel Spaß macht. Man hat gleich mitgeliefert dann auch eine Maus und eine Tastatur und auch ein passendes Headset, sodass man, wenn man das möchte, sich einfach in diesen Sitz fallen lassen kann und total in der Spielwelt versinkt. Also für Leute, die Gaming nicht nur so betreiben, sondern das ein bisschen ernster nehmen, ist das ein Produkt, um, naja, vielleicht so ein bisschen das fehlende letzte bisschen rauszukitzeln. Wenn man optimale Komponenten in jeder Hinsicht hat, aber vielleicht noch nicht so bequem sitzt, ist das ein ganz cooles Produkt. Wenn ihr das mit dem Zocken wirklich ernst nehmt und genug Geld habt für sowas, ist das bestimmt ein spannendes Produkt, dieser Tronos. Ich würde jetzt allerdings, wenn ich so ein Ding zu Hause stehen hätte, keine Ladies mitbringen, sondern vielleicht dann doch eher auf die andere Wohnung ausweichen. Denn so nerdig wie das Teil ist, so nerdig ist es eben auch. Der Acer Predator Tronos, das Produkt, das hier am abgefahrensten mir erscheint. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt auch auf die Klingel, dann verpasst ihr kein Video von der IFA und bleibt uns gewogen. Hinterlasst ruhig auch mal einen Kommentar, wie ihr das Teil findet. Also bis zum nächsten Video. Ciao.